Okay, eigentlich wollte ich aufhören, aber ich will weitermachen. Zweiter Akt, das Königreich erhebt sich. Ihr verdammter Narr! Was in Gottes Namen glaubt ihr, dass ihr da tut? Nun, um ehrlich zu sein, war ich es, der den Befehl gab, die Gegend weiter zu erkunden. Ja, das mag sein. Aber nicht einmal ihr wärt so dumm, einen Frontalangriff auf die Püs anzuordnen. Naja, in der Zwischenzeit erhält die Ratte die Nachricht vom Verlust seiner Grafschaft. Das glaube ich nicht. Meine Truppen sind überall verstreut und ich kann nichts unternehmen. Ich habe die Grafschaft verloren. Zeigt etwas Rückgrat. Mein Plan für den Notfall ist bereits im Gange. Ihr bekommt eure Grafschaft bald genug wieder. Vertraut mir. Später trifft eine Botschaft der Ratte ein, die besagt, über eure neu erworbene Grafschaft würde eine Blockade verhängt. Während Sir Woolsack die Nachricht verliest, schaut ihr und Sir Longarm drein wie begossene Pudel. Das Angebot der Ratte. Okay. Depuis ist bereit, über eine Waffenruhe nachzudenken, wenn wir unsere Truppen sofort aus seiner Grafschaft abziehen. Das ist eine Falle! Auf eben diese Weise wurde der Vater dieses Burschen getötet. Wir sollten unseren Vorteil für einen weiteren Schlag nutzen. Nein, nein, für einen ausgewachsenen Krieg haben wir nicht genug Männer. Und jetzt? Ihr werdet entlassen, damit die Lords die wichtigen Einzelheiten eurer nächsten Aufgabe besprechen können. Schließlich stürmt Sir Longarm mit hochrotem Kopf aus dem Gemach, um euch eure nächste Aufgabe zuzuweisen. Lord Woolsack wünscht in seiner Weisheit, dass ihr einen Waffenstillstand aushandelt. Aber mir gefällt das nicht. Ich stelle euch meinen besten Steinmetz zur Verfügung, sodass ihr euch auf das Schlimmste vorbereiten könnt. Steinmauern, verhandeln mit der Ratte? Errichtet ein kleines Lager auf einer offenen Lichtung und erwartet dort die Ankunft des Herzogs Depuis. Hm. Ihr dürft ihm auf keinen Fall mit Waffengewalt drohen. Was? Um unsere Ländereien zu sichern, müssen diese Verhandlungen ein Erfolg werden. Herzog Depuis wünscht ein Treffen mit euch in dieser Schlucht. Es sieht, es ist eine Falle. Ja, Sir Longarm hatte recht. Jetzt gedacht. Wir hatten das jetzt erwartet. Unfassbar. Da stand sogar ein Ritter. Eine Falle! Unsere Vorhut wurde wie Tiere niedergemetzelt. Jetzt erhaltet ihr neue Befehle. Errichtet eine große Befestigungsanlage und bereitet eure Truppen auf die Ankunft des Herzogs Depuis vor. Setzt die Steinmetze ein, die ich euch mitgab, um hier eine starke und standhafte Burg zu errichten. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Ja, Moment. Bär. Klasse. Die kommen von da oben und von da. Das heißt, ich muss hier Ding ziehen. Das heißt, ich mach das mal. Platziert euren Kornspeicher, von Wald und Stein. Toll, das ist jetzt kacke mit dem Bär. Ich kann da drüben nichts machen, ne? Das ist echt doof mit dem scheiß Bär. Schafft ihn unser Ritter? Ich bin mir nicht sicher. Die Holzfäller schaffen ihn nicht, das weiß ich. Die Jäger auch nicht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Okay, ich nehme es zurück, die Jäger schaffen ihn. Da war ich jetzt irgendwie gerade auf dem falschen Dampfer. Gib's zu.
So. Ich gehe jetzt erstmal auf Käsereien und Jagdhütten. Später gehen wir dann noch auf Brot. Aber Brot, da brauche ich halt jetzt so viele Leute dafür. Das ist am Anfang immer ein bisschen schwierig, finde ich. Vor allem, bis die Produktion anläuft. Das zieht sich halt immer dermaßen. Das ist ein bisschen doof. So, ich kann aber nicht allzu weit vorne bauen. Also, dann würde ich sagen... Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, das wird so. So, Abstand halten wegen dem Stein, den ich anmachen will. Beim Steinbruch ist es so, du brauchst noch so einen Ochsenkarren dazu, der einfach kleinen Stapelsteine immer hier rüber schleppt. Ich glaube, man je nach Länge, als wenn er weiter wächst, brauchst du auf jeden Fall zwei. Hier könnte jetzt einer noch reichen, glaube ich. Angst, dass da nicht zu ist, ne? Okay. Oha, ich krieg keine Tür mehr, ist das euer Ernst? Ich da aber noch ein Haus hin muss. So, du hast halt hier die, wo sie drauf laufen können, und dann hast du noch welche, die du davor haust, damit die dann Schutz vor Bogenschützen haben. Das habe ich da immer eins weg vom Rand gewesen hier gerade. Kann man natürlich noch mehr Schichten davor bauen dann. Okay. Keine Veränderung in der Schatzkammer, das Volk liebt euch, mein Lord. Nahrung ist es unsere so, Lebensmittelvorräte dadurch, dass ich Maschine habe, kriege ich automatisch schon mal ein Plus 1. Das ist schon recht geil. Ich würde ganz schon mal mit ein bisschen Getreidefarm anfangen. So, und dann auf jeden Fall mit deinem... Waffen kann man loslegen. Wir benötigen Steine. Ach, das Ding ist Steine. Ja, das ist natürlich jetzt ungeschickt. Das muss ich nämlich... Oh, es kann sein, dass ich es verkackt habe. Dadurch, dass ich jetzt die ganzen Steine ausgegeben habe, ich habe daran gedacht, dass die Unterkünfte jetzt Stein kosten. Aber da kommt der erste Karren, kommt zumindest schon mal. Aber das heißt, wir können schon mal mit den Pfeilmachern anfangen. Die brauchen keinen Stein. Der bringt aber keine 50, ich glaube, der bringt 7. Oder 8. 8, genau, 8. Weil die Seite 4. So, eine Fuhre abbauen. Ne?
Ja, halt einfach noch einen Baum. Baut halt sehr viele Leute auf das Steinbruch. Das ist ein doof. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, ich habe halt viele Leute gerade. Alles gut. Watch out. Watch out, watch out. Ich wollte eigentlich noch ein Haus, ne? Damit warte ich mal, weil ich habe ja einige Bogenschützen, die ich ausbilden will, die kosten Gold. So, da kommt Stein. Na, Gott sei Dank. Wir haben nicht genügend Steine, my Lord. Ja, gleich. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Mein Kind im Weg rumläuft. Ich speichere jetzt mal zu. Und speichern. Ja. Die Mission könnte mich jetzt ein bisschen schwieriger werden vielleicht. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja. Sind auf dem Weg. Okay, das geht rein, geht los. Das heißt, ich baue jetzt schon mal eine... Jetzt gucke ich gerade, da ist der Vorspiel. Das heißt, das... Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. Das ist jetzt natürlich nicht so geil, ne? Gut, dass ich jetzt auf Bäckereien gehe. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja. Das Gute ist, ich habe ein bisschen Stein über, das heißt, ich kann die Zinnen noch machen. Nur so ein bisschen. Bogenschützen bereit. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Na. Der Hauser hat gar keinen Schutz hier auf der Seite. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Ja, ich weiß. Wie die Rehe, habt ihr gesehen? Wie die Rehe gerade hier auf der Mauer einfach rumkranzen. Das ist echt klasse. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Sind eh ein bisschen zu tief, ne? Ja, die bringen denen natürlich nichts da oben. So. Dann haben wir das quasi jetzt noch die... Jetzt kann man quasi halt das ein bisschen breiter ziehen, dass da mehr Leute da noch draufstehen können. Schade, dass ich keinen Turm habe. Echt die Überlegung. Naja, gut, ich kann auch einfach breite Mauer ziehen. Muss kein Torhaus sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Brauche ich echt schon wieder Leute? Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Sie wachsen, okay, das ist okay. Dann machen wir noch eins. Dann gehen wir auf einige Bäckereien, bitte noch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ach, ich kann alles. Das
erstmal noch Platz, falls ich noch einen Kornspeicher mehr hole. Eine Hütte, ne? Scheiße. Bin zur Stelle. Ein Bauer verfügbar, das finde ich immer ein bisschen wenig. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich glaube, ein Ochsenkarren würde reichen für die zwei. Und die Frage ist noch, ob ich noch einen Steinbruch mehr hinbauen will dann. Oh, sie haben da jetzt hingebaut. Ach, das ist aber doch furchtbar. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Wenn sie wachsen, ist unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Bin zur Stelle. Rekruten benötigt, Sire. Mein Herr, in Bewegung. Eine Botschaft der Ratte. Oh, wir ziehen uns also zurück. Das wird euch jetzt auch nichts mehr nützen. Ich habe mich nicht zurückgezogen. Ich baue eine Mauer auf, Junge. Hast du was falsch verstanden? Und Speicher. Völlig falsch hast du es verstanden. So mit letzter Schlacht, ja. Bin zur es Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eure Befehle? Die Herde hin. Ich mich verarschen spielen. Ach, da oben. Ich kann überlegen, ob ich nur Jägerhütte baue, weil ich halt vom Fleisch immer am wenigsten habe, aber naja. Bin zur es Stelle! Werden Waffen benötigt, Sire. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Truppen der Ratte greifen an! So, jetzt lass mal kurz gucken. Bin zur Stelle! Ja, Rücken aus! Bin zur es Stelle! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bogenschützen bereit! Mein Herr? Sind auf dem Weg! Eure Befehle? Bin zur es Stelle! Es werden Waffen benötigt, Sire. Los. Können wir den leider nie machen? Bin zur Stelle. Ja, in Bewegung. Rücken aus. Ziel angepeilt. Sind auf dem Weg. Ist, ich glaube, habe ich das schon gesagt? Ich habe, glaube angefangen. Das muss, glaube ich, dadurch, dass hier Felsen sind, bis hier vorfahren, bis es was tun kann. Und dann kann ich eigentlich auch schon drauf schießen. Ich mache euch mal da noch ein paar mehr Zimmer hin. Bogenschützen bereit! Das kann ein wenig dauern. Einziges Problem ist, glaube ich, braucht doch Treppen, weil die jetzt gar nicht hochkommen, wenn die Mauern zu sich kommen. Die, glaube ich, nicht auf den Wall hoch. Bin zur Stelle!
Es werden Waffen benötigt sein. Mein Bogen ist euer. Ja, das zieht sich nicht. So ein bisschen. Wir benötigen Gold. Das Volk liebt euch, my Lord. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt. Wie oft wollten ihr eigentlich sterben, Küchen? Wie oft? Freunde. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Bis jetzt schon kommt. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Alles gut, soweit. Gut, ich würde hier mal kurz unterbrechen.